Männer sind simpel gestrickte Tiere und sie funktionieren halt so, wenn sie einmal was im Kopf haben, das bleibt es bei ihnen so. Und es kann danach nichts mehr ändern. Wenn sie am Anfang kann denken, oh, das ist ein amüsanter Vertrieb, dann du bist in diese Schublade für immer und ewig gelandet. Da kann man nie wieder gut machen. Und wenn du dann plötzlich sie denken, oh, das ist was Interessantes, das ist eine anspruchsvolle Beute, dann bleibst du immer für ihn und ewig in seinem Kopf als etwas Einzigmaliges, ja? Da kommt doch dazu, man weiß überhaupt zu wenig über einen Mann. Man geht nicht mit dem Mann, fremden Mann gleich ins Bett. Vielleicht, ich weiß nicht, er ist bisexuell oder mit Tieren was treibt oder sonst 17 Kinder hat. Man wartet und wartet und er soll die Frau erobern. Ich bin primitiv oder nicht primitiv. Wem interessiert es? Thank you.